Hallo, guten Mittag. Ich grüße dich. Es ist heute Montag, der 18.01. Hier ist die Andrea Sovingi und ich freue mich, wieder ein Live-Video mit dir zu teilen. Es wird heute um das Thema unser Mikrobiom, ein neu entdecktes Organ gehen. Und bevor wir starten, möchte ich zu meinen Live-Videos nochmal etwas sagen. Ich werde in Zukunft die Themen etwas teilen. Und zwar wird es montags immer um Gesundheitsthemen, um körperliche Themen gehen und freitags dann um grundlegende Dinge, die eben die Basis sind, wie man das erklärt, warum bestimmte Dinge zu tun sind und was so das Wichtigste ist. Ja, sodass wir da ein bisschen splitten und ganz gezielt geschaut werden kann. Es werden also nicht immer jetzt montags und freitags die direkt in Folge kommen, sondern montags in der Folge und freitags in der Folge. Nächsten Freitag werden wir beginnen mit dem Thema Wasser. Da gibt es sehr, sehr viele interessante neue Forschungen. Und heute und die nächsten Male montags wird es um das Mikrobiom und den Darm gehen. Ja, also zu dem Mikrobiom. Das ist in eine sehr interessante Forschungsrichtung, die seit 2000 ungefähr läuft. Da gab es einen Herrn Lederberg, der hat einen Nobelpreis auch bekommen. Und der hat in Abhängigkeit von dem schon existierenden Begriff Genom, also diese Vielfalt der Gene, die uns prägt, dann diesen Begriff Mikrobiom ja, kreiert. Und unter dem Mikrobiom, da versteht man alle Lebewesen, die mit uns leben, also allen voran Bakterien, aber auch Viren, Pilze, Parasiten, was auch immer. Also erstmal ohne jede Wertung, ob positiv für uns oder neutral oder negativ für uns. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, ist erstmal interessant, wie viele denn dieses Mikrobiom sind im Vergleich zu uns. Wir nehmen uns ja als ein Wesen wahr, aber das stimmt schon gar nicht, weil du bist nämlich auch nicht ein Wesen, sondern du bist ein Konglomerat, ein Zusammenwirken von vielen, vielen Zellen. Und zwar sind es unglaublich viele. Ich habe das mal hier als Zelle, als Blatt. Also die Körperzellen eines Erwachsenen, wenn man die zählt, da ist man bei 10 hoch 14. Das ist so eine Zahl, die kann man sich in der Regel überhaupt nicht vorstellen. Also 10, 100 Billionen, also eine 10 mit 14 Nullen. Das sind schon Größenordnungen, die sprengen schon das Verständnis für Zahlen, also gigantisch viele. Und diese 100 Billionen Zellen, die wir sind, da haben wir ja auch schon gehört, da werden wir auch noch mal ein bisschen mehr darüber hören, wie die denn das schaffen, dass die so miteinander kommunizieren, dass wir uns als ein Wesen wahrnehmen, dass die kooperieren und jede Zelle ganz genau weiß, was sie zu tun hat. Da haben wir ja schon ein bisschen was erzählt oder habt ihr schon was gehört? Über die Dinge, die der Bruce Lipton gesagt hat, also diese Information hauptsächlich über die Zellmembran läuft. Ja, das Mikrobiom ist um ein Vielfaches größer. Das sind also nicht nur die Bakterien im Darm, über die heute so viel gesprochen werden, sondern auch die Bakterien in den Mundhöhlen, in den Nasen, Ohren, Vaginalschleimhaut, in der Augenschleimhaut, in der ganzen Hautoberfläche. Also da sind wir überall komplett besiedelt. Und wenn ich jetzt mal den Zettel ein bisschen höher halte, dann sieht man schon, wenn man diese Zahl nimmt, dann sind wir 100 mal mehr, als dass wir Zellen haben, nämlich bei 10 hoch 16, also eine 10 mit 16 Nullen. Also im Vergleich zu den unglaublich vielen Körperzellen, die wir selber schon sind,
gibt es noch 100 Mal mehr von den Mikroorganismen. Ja, wenn man das dann vergleicht mit den Genen, dann wird es noch spannender. Wenn bei uns sind ungefähr 22.000 Gene beim Menschen festgestellt worden. Und wenn man jetzt die Gene aller Bakterien zusammennimmt, da kommt man dann auf 3 bis 8 Millionen. Also unglaublich viel mehr. Und wenn man jetzt auch noch mit einbezieht, dass die Mitochondrien, also diese kleinen Kraftwerke, die wir in den Zellen haben, die uns dienen, vor Urzeiten einverleibte Proteobakterien sind. Die haben nämlich keine DNA, die Mitochondrien, sondern eine RNA. Und dadurch, dass sie eine RNA haben, können wir sie auch nicht reparieren. Da gründet sich ein ganzer Medizinbereich drauf. Das nennt sich mitochondriale Medizin. Da kommen, also das ist eine Forschungsrichtung, die beschäftigt sich hauptsächlich mit Alterungserscheinungen, mit degenerativen Erkrankungen, die man eben über die Zerstörung der Mitochondrien erklärt. Ja, und wenn man da schaut, dann kommt man auf noch viel unglaublichere Zahlen. Also hier habe ich das mal versucht aufzuschreiben. Also nur ein Tausendstel des genetischen Materials bis ein Zehntausendstel sind überhaupt menschlichen Ursprungs. Und wenn man jetzt also die Mitochondrien mitnimmt, dann sind wir dann bei einem Millionstel der menschlichen, also des Genoms oder der Gene, die uns besiedeln oder die wir tragen, die sind überhaupt nur von uns. Ja, das ist also sehr, sehr verwegen zu denken, dass mit diesem Mini-Bruchteil, den wir selber sind, dass wir da großartig bestimmen können. Das Thema hatten wir ja schon mal aus einer anderen Richtung betrachtet. Und da ist auch ganz klar, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, zu erkennen, dass das Mikrobiom es ist, das uns bestimmt und dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dieses Volk zu pflegen. Du kannst dich also als Königin oder als König deines Volkes sehen, dass du gut hüten und pflegen solltest. Und da wird auch schon klar, dass Antibiotika ein größeres Problem darstellen. Das sagt eigentlich auch schon der Name dieser Medikamentengruppe. Anti heißt gegen, Bios das Leben. Die sind also gegen das Leben. Das soll jetzt hier nicht heißen, dass gelegentlich der Einsatz von Antibiotika sinnvoll ist, aber in diesem flächendeckenden Maß ist es hochproblematisch. Da werden wir ein extra Video dazu drehen und einen extra Termin dazu machen. Das wird so etwa in 3 Wochen am Montag sein. Ja, wenn dann auch noch klar ist, dass der Darm der Hauptträger der Bakterien ist, da sind also fast 90-95% der Bakterien sind da drin im Darm, die wir tragen. Und im Darm ist 80% des Immunsystems angesiedelt. Das ist auch gut so, weil die Bakterien, die uns nicht gut bekommen, das sind wenige. Wir haben viele, die uns gut bekommen, mit denen wir kooperieren. Da werden wir auch nachher gleich noch was hören. Die schulen sozusagen unser Immunsystem und halten das auf Trab, sodass wir eben gesund sind und Angriffe von außen viraler, bakterieller Natur abwehren können. Es ist also auch ganz klar, dass die Sache ist, was schon die alten Griechen sagten, Darm gesund ist gleich Mensch gesund und Darm krank gleich Mensch krank. Und Darm total fit gleich Mensch super, kerngesund. Ja, also es geht darum, den Darm zu hegen und zu pflegen. Ja, dann ist natürlich die Frage, was für Bakterien beherbergen wir denn da? Welches Volk ist denn das, über das wir hier sozusagen die Oberherrschaft führen? Und da hat es, nachdem so über den Herrn Lederberg langsam die Wichtigkeit bewusst wurde,
Da hat dann der, also 2007 hat man ein Human Microbiome Project aus der Taufe gehoben. Da machen ungefähr 200 Wissenschaftler in 80 Ländern mit und die haben interessante Dinge herausgefunden. Die haben nämlich erstens mal herausgefunden, dass das Mikrobiom milieuabhängig ist. Milieu heißt, es ist nicht egal, welcher pH-Wert im Darm herrscht, also ob sauer oder alkalisch. Da werden wir auch dann irgendwann noch was dazu sagen, was dieser pH-Wert ist, genau für die, die sich da nicht auskennen. Dann auch das Redoxpotenzial, das heißt, ob das eher oxidativ oder antioxidativ ist im Darm und auch genauso anaerob oder aerob, also im Darm natürlich per se mal keine Luft, von daher eher anaerob, aber auf der Hautoberfläche dann eher aerob. Ja, dann macht auch die Ernährung sehr viel aus, weil wir natürlich mit dem, was wir essen, die Bakterien auch füttern. Und dann erstaunlicherweise auch der Lebensstil. Es ist sehr stark abhängig von Stress und auch ganz wichtig ist da der Vormitternachtsschlaf in der Auswirkung auf dieses Mikrobiom. Ja, es ist also dann wichtig mit den Mikroben sozusagen, die wir beherbergen, zu kooperieren und nicht gegen die zu arbeiten. Ganz interessante Forschungen hat auch der Professor Günther Enderlein getätigt, der 1872 bis 1968 gelebt hat, zu seinen Lebzeiten leider sehr verlacht worden ist, wie alle Menschen, die neue Wege gehen und neue Forschungen entdeckend. Er hat die Dunkelfeldmikroskopie entwickelt und in der Dunkelfeldmikroskopie hat man eine ganz tolle Möglichkeit, auch ja, Viren, Bakterien und andere Lebewesen, die nicht ins Blut hineingehören, zu entdecken, die sonst in der Blutprobe unterm Schirm drunter herlaufen. Ja. Wenn man jetzt sich anschaut, wie sieht denn das aus mit den Bakterien? Da entdeckt man in dem Darm ungefähr 10.000 verschiedene Arten. Da ist aber noch lange nicht Ende in Sicht. Man kann die oder die Biologie versucht dann solche Arten einzuteilen, dass man da ein bisschen eine Systematik hineinbekommt, dann packt man das in Stämme zusammen und da kann man ungefähr 160 Stämme finden von ungefähr 1000, die es in der Natur gibt, die da im menschlichen Darm angesiedelt sind. Das ist sehr, sehr interessant. Es gibt also da so ein richtig gehendes Ökosystem. Das wären jetzt mal hier so eine Verteilung, die möglich wäre. Die variiert manchmal ein bisschen. Ich halte das mal so hin. Da seht ihr, dass ein ganz großer Bereich abgedeckt ist durch einen Stamm, der sich Bacteroides, Bacteroidetes heißt, nennt. Das sind die blauen. Gehen wir daher. Und dann mit 44%, wobei das variieren kann. Dann gibt es einen Stamm, die Firmicutes, die sind mit 33% vertreten. Und dann gibt es noch solche Proteobakterien, die sind mit 13% vertreten. Und die drei Stämme, die machen schon mal alleine fast 90% der Bakterien im Darm aus. Und dann gibt es noch eine ganze Vielzahl von anderen, die hier aufgelistet sind. Und interessant ist jetzt auch, dass diese Verteilung nicht bei allen Menschen gleich ist, sondern dass es da drei Ökosysteme gibt. Die werden eingeteilt nach so einem Kernmikrobiom und immer nach den Leitbakterien, also die Stämme, die da am meisten drin sind. Und das ist jetzt eine total spannende Sache. Da stellt man nämlich fest, dass das hier letztendlich mehr ist, dass es solche Enterotypen gibt. Ich halte das mal hoch. Also das ist eine Folie, die ich selber entworfen habe. Die wird auch auf meiner Webseite dann zu sehen sein. Und diese drei Enterotypen,
muss das mal so halten, dass das auch gut zu sehen ist. Die sind offensichtlich noch wesentlich interessanter als die Blutgruppen. Und zwar, wenn du jetzt das Leitbakterium Bacteroides im Darm hast, da gehören zum Beispiel auch andere Gruppen dazu oder so tolle Bakterien wie Bifido oder Akkermansia mucinifilia, da sage ich auch gleich noch was dazu, dann bauen diese Bakterien bei dir im Darm hauptsächlich die Stoffe, die da ankommen, Zucker oder Kohlenhydrate ab in Kohlenstoffdioxid und Wasser. Kohlenstoffdioxid ist ein Gas und geruchlos, und wenn die da richtig arbeiten, dann hast du relativ viel Luft, die abgeht. Also es sind so laute Pupse, die dann knattern und knallen, aber eben nicht stinken. Und diese Bakterien, die kann ich ganz gut wunderbar füttern. Die lieben nämlich resistente Stärke, Inulin und Oligofructose. Und sie bilden ein, vor allen Dingen auch ein Vitamin, das Vitamin B7, und das heißt Biotin. Das heißt, wenn man die viel im Darm hat, dann hat man mit der Haut relativ wenig Schwierigkeiten, weil das Biotin ein tolles Vitamin für die Haut ist. Ja, resistente Stärke, da werden wir uns noch unterhalten, was Inulin und Oligofructose ist. Das wird also genau, wie ich die richtig füttere, was ich da essen muss, das wird dann nächsten Montag das Thema sein, dass wir da heute nicht zu viel Zeit an der Stelle verlieren, sondern mit dem Thema auch durchkommen. Ja, dann gibt es noch andere Bakterien, die Leitbakterien sein können. Das sind dann die Prevotella. Die sind nicht mehr so ganz so stäbchenförmig, sondern schon so unterteilt und unregelmäßig. Die Prevotella, die produzieren Vitamine, zum Beispiel das Vitamin B1, das ganz wichtig ist fürs Nervensystem. Sie fermentieren Kohlenhydrate durch Gärung. Das heißt, wenn ich die im Darm drin habe, dann entsteht im Darm Alkohol und Kohlenstoffdioxid. Das ist die Herausforderung von vielen Vegetariern, wenn die abends noch Obst essen, dass dann eben im Darm die Gärung läuft, und obwohl dann der Vegetarier weiß, dass er eigentlich keinen Alkohol getrunken hat, der Arzt dann sagt, hör mal, du trinkst zu viel Alkohol, weil die Leberwerte sind schlecht. Dann sagt man insgesamt, man soll also nach 18 Uhr nach Möglichkeit kein rohes Obst und Gemüse mehr essen. Am besten nach 18 Uhr sowieso nichts mehr essen. Und sie machen noch eine Sache, das sind nämlich die Mucine stören. Das sind solche Schleimstoffe, die die Darmschleimhaut vor Angriffen schützen. Die fressen die. Und daher stehen die Prevotella im Verdacht, an vielen Entzündungsprozessen beteiligt zu sein. Sicher nicht alle, aber da sind eben einige dabei, die im Verdacht stehen, zum Beispiel Rheuma, Fibromyalgie, Arthritis auszulösen, weil eben die Entzündungsprozesse im Darm dann extrem hochgehen. Ja, und dann gibt es noch diese dritte Gruppe, die Ruminokokken. Da streiten sich die Wissenschaftler ein bisschen. Und da gehören auch viele Firmicutes-Bakterien rein. Also man muss die ein bisschen unterscheiden, in welcher Gruppe die auftauchen. Und es geht ja auch um das Leitbakterium. Also das Leitbakterium hier sind die Ruminokokken. Die sind so runde Bakterien, die meistens als Doppelkügelchen da auftauchen. Und wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut. Und die Ruminokokken, die spalten Zellulose und Ballaststoffe in Glucose und produzieren so stinkende Abgase, und die verstoffwechseln auch die Mucine. Das heißt, sie lösen auch Entzündungen aus. Und jetzt siehst du hier unten schon eine Frage, welcher Typ ist problematisch. Und diese Problematik, die hat man natürlich schon bei den Prevotella, wobei je nachdem, welche Prevotella-Bakterien da angesiedelt sind, da habe ich dann doch den Vorteil eben mit, hi Tine, grüß dich, das freut mich, dass du zuhörst. Und ja, und die Prevotella
die produzieren eben die Vitamine, aber eben auch diese entzündliche Komponente, die da hineingehört. Sodass man also bei diesen entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma auf jeden Fall über eine Darmsanierung auch nachdenken sollte. Mit vorheriger Stuhlprobe dann eben, ja, dass man auch weiß, was da drin ist. Ja, am problematischsten sind die Ruminokokken. Also ich habe die zum Beispiel und ich habe früher ja Hochleistungssport gemacht, sehr viel Volleyball gespielt und ich habe mich oft gewundert, wenn die anderen in der Mannschaft schon K.O. waren, warum ich immer noch ein Turbo zünden konnte. Und die Ruminokokken, die ich da offensichtlich im Darm schon immer hatte, die haben mir sozusagen aus dem Salatblatt noch Glucose gemacht und die hatte ich dann im Blut und mit der Glucose habe ich sozusagen nochmal eine Runde zünden können. Und ich bin also in der Steinzeit der super, super Überlebenskünstler gewesen, weil ich habe Gras gefressen und dann konnte ich überleben. Und heute ist es aber ein größeres Problem oder eine größere Herausforderung, haben wir ja schon gehört, dass ich nämlich immer sehr viel Glucose im Blut habe. Da werden wir uns auch irgendwann mal nochmal drunter unterhalten. Dieser hohe Blutzuckerspiegel, also diese vordiabetische Stoffwechsellage, macht größere Probleme. Und ich bin immer wieder dran, dass ich nicht in den Diabetes hineinkippe. Und von daher bin ich sehr, sehr intensiv dabei, mein Volk umzusiedeln. Und wie das geht, das werden wir uns nächsten Montag dann auch genau anschauen. Ja, also diese drei Enterotypen, die werden noch wissenschaftlich sehr, 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 sehr viel Konsequenzen haben in der nächsten Zeit, weil man damit schon viele Dinge eben vorhersagen kann. Es wird also auch angedacht, dass man eben schon bestimmte Erkrankungen da vorhersagen kann, wenn eben eine bestimmte Bakteriengesellschaft sich angesiedelt hat. Und das passiert eben durch einen bestimmten Ernährungsstil oder durch einen bestimmten Lebensstil, dass die sich umsiedeln. Ja, man kann den Mensch als Fließgleichgewicht betrachten, also diese Bakteriengruppen oder Enterotypen sind nicht per se jetzt stabil. Man hat die mal von Anfang an und jetzt ist mal die Frage, wie kommt es überhaupt zu so einer Bakterienbesiedlung? Also früher war man der Meinung, dass der Darm von so einem Fetus, also wenn du im Bauch deiner Mama bist und das am Entstehen ist, dass der Darm unbesiedelt, steril ist. Heute weiß man, dass das nicht mehr ganz so haltbar ist, aber weitgehend doch steril. Und wenn jetzt du geboren wirst und durch den Geburtskanal von der Mama durchgedrückt wirst, dann kriegst du also schon mal gleich die ganze Vaginalflora von deiner Mama in die Ohren, in die Augen, in die Nase, in den Mund gedrückt. Und das sind vor allen Dingen die Milchsäurebakterien. Das ist also so diese Erstbesiedlung. Das weiß man heute auch, dass das große Herausforderungen gibt, dass nämlich, da gibt es sehr interessante Untersuchungen, dass Kinder, die Kaiserschnittgeburten, die werden ja heute übermäßig sozusagen verordnet oder durchgeführt. Und die Kinder, die da nicht durch den Geburtskanal hindurch gedrückt werden, die haben dann eine Herausforderung mit der bakteriellen Besiedlung. Und da zeigt sich das, dass so Kaiserschnittgeburten ganz eine viel, viel häufigere Anfälligkeit haben, ADS oder ADHS zu zeigen, wobei man sich da streiten kann, ob es sich da um ein Krankheitsbild handelt, was das genau ist. Da werden wir sicher auch irgendwann mal ein Video dazu machen. Aber auch eben solche Dinge wie Autismus und dass die sehr, sehr viel infektanfälliger sind. Ja, die fortschrittlichen Geburtskliniken, die machen das mittlerweile, dass sie einfach mit dem Finger aus der Vaginalschleimhaut der Mama dann so einen Bakterienbatzen sozusagen nehmen und so eine Kaiserschnittsgeburt dann eben in den Mund schmieren und in die Nase schmieren, sodass man da auf künstlichen Wege sozusagen diese Bakterienbesiedlung nachholt.
Ja, also so ab dem vierten Tag ist dann aber noch eine weitere Besiedlung hat da stattgefunden, nämlich durch das Nuppeln an der Brust von der Mama. Der kommt also über die Besiedlung der Haut der Mutter beim Kind hinein und bis zum dritten, vierten Lebensjahr ist die Besiedlung im Grunde abgeschlossen. Deswegen sieht man auch bei Kindern, dass sie alles im Mund stecken. Und da passieren auch viele Fehler, dass nämlich die Kinder so steril gehalten werden und alles desinfiziert wird. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ich eine Fläche desinfiziere, räume ich die Besiedlung ab und mache Platz, dass sich alles ansiedeln kann und habe keine Kontrolle mehr darüber, was sich ansiedeln kann. Und bevorzugt sind es dann die eher schlechten Keime, die da ganz schnell draufkommen. Also ich will jetzt nicht gerade sagen, dass man das Kind ja an der Klobürste nuckeln lassen soll, aber auf jeden Fall nicht übermäßig desinfizieren, auch nicht übermäßig hygienisch. Es gibt also auch bei Allergien mittlerweile Therapieformen, wo man Kleinkinder oder Kinder dann noch einfach auf den Bauernhof schickt, damit sie dann im Kuhstall und im Heu ganz viel spielen und einfach mit diesen Bakterien, die da gut für uns sind, sozusagen nachbesiedelt werden. Ja, wenn wir jetzt dann letztendlich so eine volle Besiedlung haben, dann kann ich sagen, als Erwachsener habe ich ungefähr, das variiert je nach Füllungszustand des Darms natürlich, 1,5 bis 2,5 Kilogramm Bakterienmasse im Darm. Und das, was hinten rausplumpst, das sind nicht nur Speisereste, sondern die Mehrheit davon, also über 50%, sind die Bakterien. Und das erklärt auch, warum man manchmal, obwohl man scheinbar gar nicht so viel gegessen hat, man also das Richtige gegessen hat und die Bakterien sich explosionsartig vermehrt haben, dass dann eine erstaunliche Stuhlgangsmenge oder Kotmenge da in die Toilette plumpst und ich mich wundere, wo kommt denn eigentlich diese Riesenmenge her? Und die Gase, die dabei entstehen, wenn ich diese für mich günstigen Bakteroides drin habe, die waren früher ganz normal und nur bei uns heute in der Gesellschaft ist es so negativ belegt. Also Luther hat schon gesagt, warum röpset und furzet ihr mich, hat es euch nicht geschmacket. Das war früher ganz normal, dass man kräftig gepupst hat und das ist sozusagen gesund. Das muss ja nicht gerade in Anwesenheit von anderen geschehen, aber tendenziell ist es also gesund, solange es nicht duftet und stinkt. Ja? Wenn wir jetzt nochmal hergehen und sagen, wie soll denn das jetzt aussehen mit den Bakterien? Da gibt es verschiedene Begriffe, so Begriffe wie Diversität, Symbiose, Dysbiose. Und vielleicht sagen wir mal zu der Diversität eine Sache. Und zwar kann man da sagen, dass die Diversität eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Da geht es um die biologische Vielfalt. Und je vielfältiger eine Besiedlung ist, desto stabiler ist die. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Wald. Wenn ihr einen richtig gesunden Mischwald habt, dann habt ihr Bäume in allen verschiedenen Höhen und ihr habt eine Unterbewachsung und ihr habt ganz viel verschiedenes Leben, oben und unten grün. Es fällt Licht bis auf den Boden an manchen Stellen und da habt ihr, ja, wenn da ein Sturm kommt, dann steht der Wald. Wenn man dagegen so eine Fichtenschonung hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Bild da gut rauskommt. Ich bin da in so einer ganz tollen Gruppe drin, da will ich mich an der Stelle vielleicht auch mal bedanken. Das heißt, unsere schöne Alp, die Bilder von der Alp, und das war von einem Mitglied dort aufgenommen, dem Thomas Faltin, der hat da eine Fichtenschonung aufgenommen. Und da sieht man schon, was so eine Monokultur eigentlich für eine Herausforderung hat. Es ist unten nämlich alles tot, auch bis in die halbe Höhe alles tot. Und wenn da ein Sturm durchgeht, dann liegt der gesamte Wald flach. Das wissen die Förster mittlerweile auch.
Also man geht wieder von diesen Monokulturen längstens weg. Und wenn ihr jetzt sehr, sehr einseitig esst, also so wie das heute mit Fastfood ganz häufig der Fall ist, dann siedeln sich natürlich die Bakterien vorwiegend an, die genau das gerne fressen, was ihr da hineinschiebt. Und die werden übermäßig wachsen und letztendlich mit einer sehr einseitigen Kost wird man dann eben bevorzugt eine oder einen Bakterienstamm eben bevorzugen und der wird sich dann breit machen. Und in der Folge ist dieser Bakterienrasen eben wie eine Monokultur und wenn dann irgendein Sturm kommt, sozusagen du hast irgendwas gegessen, zum Beispiel mit Salmonellen, die für uns sehr schädlich sind, dann wird dich das sofort aus den Socken heben, weil du ja diese Monokultur im Darm hast. Also geht es darum, die Bakterien richtig zu füttern, dass diese Vielfalt auch entstehen kann und der Bakterienrasen sozusagen vielfältig in einer großen Diversität geschlossen ist. Ja, diese Diversität geht per se runter, wenn man Stress hat auch, also nicht nur ernährungsbedingt, sondern auch mit Stress. Sie geht runter, wenn man Medikamente nimmt und sie geht auch deutlich runter, wenn man älter wird. Das heißt, je älter man wird, desto mehr muss man gucken, dass man sozusagen seinen Bakterienrasen regelmäßig aufforstet. Ja, ich muss also mich gut um mein Volk kümmern und um diesen Wald kümmern, den ich da in mir trage. Ja, dann in der Symbiose, das ist eine sehr interessante Sache, dass man immer mehr feststellt, dass wir genauso wie wir in der Symbiose mit anderen Menschen leben und gar nicht alleine existieren können, so ist es bei den Bakterien auch. Da gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz interessante Symbiose, die will ich euch mal hier zeigen. Das ist die Symbiose zwischen den Akkermansia muciniphilia und den Fecalibakterien prosnici. Schreckliche Wörter, ja? Aber ihr werdet in der Schulmedizin oder in den Naturwissenschaften immer Namen finden, wo die Forscher, die sich damit beschäftigt haben, sozusagen zu ihren Ehren kommen. Also Akkermansia hat den Namen von dem Herrn Ackermann und Muzin heißt die Schleimschicht und Fili die Liebe. Also diese Akkermansia muciniphilia, die liebt den Schleim oder die Muzine und knabbert also den Schleim an. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ganz schrecklich, aber die Akkermansia muciniphilia, die regen dadurch diese Schleimzellen an, mehr Muzin zu produzieren. Das ist hier dargestellt, ja? Dass da mehr Muzin kommt. Und jetzt machen die Akkermansia muciniphilia aus dem Muzin, die kackern hinten sozusagen Bruchstücke von dem Schleim aus und das ist vor allem die Propionsäure, das ist so eine kurzkettige Fettsäure, dann so kurz gespaltene Zuckermoleküle, das würde Oligosaccharide, da werden wir dann nächsten Montag noch einiges dazu sagen, und Essigsäure. Und jetzt ist das Interessante, diese Oligosaccharide und die Propionsäure, die lieben jetzt diese Fecalibakterien prausnici, da habt ihr also den Herrn Prausnitz, der da verewigt worden ist, und die fressen jetzt diese Produkte oder diese Abfallstoffe von den Akkermansia muciniphilia. Das haben wir ja letztes Mal auch gesagt, dass eine der ganz wichtigen Grundregeln in der Natur ist, nichts wird weggeschmissen, alles wird recycelt und nochmal verwendet. Und die scheiden jetzt aus, einen ganz hochspannenden Stoff, das ist nämlich die Buttersäure. Die Buttersäure kennt ihr alle, wenn ihr euch schon mal erbrochen habt, die riecht so ganz charakteristisch nach Erbrochenen. Und das ist so mit der größte Stinkstoff, den wir haben in der Chemie. Die ist aber sehr, sehr gesund für uns. Deswegen ist es zum Beispiel ganz gut, wenn man Butter isst, weil dann bildet sich natürlich etwas mehr Buttersäure im Darm. Und wenn jetzt diese Buttersäure noch eine OH-Gruppe drankommt,
Dann nennt man das 3-Hydroxybuttersäure. Und von dieser 3-Hydroxybuttersäure, da gehen die Anthropologen davon aus, dass das der entscheidende Schnittpunkt war, von dem ab die Menschen oder die Luzi aus Afrika losstarten konnte und Bereiche besiedeln, die eben keine, wo nicht die Früchte auf den Bäumen gewachsen sind, also zum Beispiel in Richtung ewiges Eis, wo jetzt zum Beispiel die Eskimos immer noch leben, die Inuit, und die können nämlich aus Fett einen Supertreibstoff machen. Und diese Fähigkeit durch diese Bakterien, diesen Supertreibstoff 3-Hydroxybuttersäure zu haben, die ist da eben erst entstanden und war dann die Möglichkeit, diese 3-Hydroxybuttersäure ist also viel besserer Treibstoff als Glucose für die Nervenzellen. Und die wird zu 25% besser verwertet. Das heißt, es macht im Gehirn so richtig Ploing und man ist wesentlich klarer da. Also wer richtig lernen möchte und richtig klar viel denken muss oder eine Prüfung hat, der sollte keinen Traubenzucker essen, weil das macht eher müde, sondern eher Butter und Fett. Und dass da der Supertreibstoff ins Gehirn kommt. Da werden wir aber auch noch mal was dazu sagen. Ja, und dann haben wir natürlich noch, müssen wir einen Schluck trinken. Dann haben wir noch natürlich auch diesen Fall der Dysbiose. Das wäre also eine ungünstige Verschiebung. Dys heißt immer ungünstig oder entgegen. Wenn wir also durch eine einseitige Ernährung diese ganzen Bakterienbesiedlung in eine Richtung verschieben, die da für uns eben gar nicht mehr günstig ist. Ja, dann haben wir, da gibt es sehr interessante Zusammenhänge, die haben nämlich gezeigt, dass die Dysbiosen praktisch mit allen Zivilisationskrankheiten zusammenhängen. Also im Verdacht ist da, dass Krebs, Neurodermitis, Allergie, Asthma, Diabetes, Multiple Sklerose, Übergewicht bis hin zu eindeutig psychiatrischen Erkrankungen wie Depression, Autismus, Alzheimer und Schizophrenie da anzusiedeln sind durch eine falsche Bakterienbesiedlung, die eben nicht der natürlichen entspricht. Und da ist allen voran eben Akkermansia muciniphilia und Fecalibacteria prausnitzii mit beteiligt, weil wenn die fehlen, dann fehlt der Supertreibstoff fürs Gehirn. Ja, also ganz klar auch Einfluss aufs Lernvermögen, aufs Gedächtnis und auf die motorische Koordination. Und das ist sehr, sehr spannend. Das denkt man erstmal gar nicht, dass diese Herausforderungen aus dem Darm kommen können. Ja, es gibt ganz, ganz wunderbare Zusatzinformationen, die du dir anschauen kannst. Die habe ich hier auch unten im Text zum Video aufgeschrieben. Drei Videos, die ganz toll sind. Das eine, was ich ganz besonders toll finde, ist im NDR gekommen, wie die Darmflora das Gehirn krank macht. Und das ist also sehr empfehlenswert. Dann habe ich noch Bücher, die ich da sehr empfehlen kann. Das eine ist ein ganz bezauberndes, das wirst du vielleicht schon kennen, von der Julia Enders, Darm mit Charme. Da ist ganz wunderbar die Dinge beschrieben, die Zusammenhänge. Und noch ein Buch, das wirklich allumfassend super ist, das wäre von dem Dr. Karl Probst, Warum nur die Natur uns heilen kann. Da sind noch viel, viel mehr Sachen drin und da werde ich euch so nach und nach dann auch noch einiges dazu erzählen. Ja, also wenn dir das Video gefallen hat und du Fragen hast, dann freue ich mich wie immer, wenn du mir einfach eine persönliche Nachricht schickst oder mich via Mail kontaktierst. Und alle Videos findest du auch unter YouTube. Da freue ich mich auch, wenn du den YouTube-Kanal abonnierst, weil dann auf Dauer ich da mehr Sachen noch für dich machen kann. Und du findest auch das Video auf meiner Homepage www.andreasovini.de, da unter Live-Videos eingestellt und da sind auch die zugehörigen Texte dann dabei. Ja,
Da kannst du also deine Lieblingsmenschen auch gerne andocken, weil die Videos sind alle öffentlich. Ich möchte gerne, dass so viele Menschen wie möglich da Vorteile von haben und erreicht werden. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, der darüber Impulse bekommt, neue Wege in der Gesundheit für sich zu gehen. Ja, die zukünftigen Themen nochmals werden montags immer Körper- und Gesundheitsthemen sein und freitags geistige und wissenschaftliche Grundlagen und Wege in ein selbstbestimmtes Leben. Und das nächste Freitag-Video, also das müsste dann, ich weiß gar nicht, was ist jetzt der Freitag, heute haben wir den 18., also rechne selber aus, den kommenden Freitag, wird... Das werde ich mit dem Thema Wasser beginnen, ja, weil das Wasser ja die Grundlage vom Leben ist. Und das nächste Montagsvideo am 22.01. um 13 Uhr wird also der Teil 2 zu dem Mikrobiom sein. Also wie siedle ich denn ein mir dienliches Volk an oder was mache ich denn, wenn sich da ein ungutes Volk angesiedelt hat. Ja? Und den Montag drauf wird es dann um Sinn und Unsinn von Antibiotika gehen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und wünsche jetzt einen wunderschönen Tag. Tschüss!